Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich etwas ganz Leckeres für euch. Und zwar gibt es heute veganes Sushi. Ich musste mir so oft anhören, oh mein Gott, Vika, seitdem du ja jetzt vegan bist, kannst du ja gar kein Sushi mehr essen. Doch, ich kann Sushi essen. Und heute zeige ich, wie ich mein Sushi herstelle. Ich werde das Ganze vegan halten, aber ihr könnt natürlich auch Fisch benutzen. Und ja, es ist eure Entscheidung. Falls ihr Lust habt auf dieses Video und auch schon Appetit bekommen habt, dann bleibt gerne dran. Wir switchen jetzt in meine Küche und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. So, für unser veganes Sushi brauchen wir natürlich Sushi-Reis. Und hierbei ist es ganz wichtig, dass wir auch wirklich Sushi-Reis nehmen, wegen der Konsistenz. Für den Reis benötigen wir außerdem noch Reisessig, 2 Teelöffel Zucker und 1 Teelöffel Salz. Außerdem brauchen wir natürlich die Algenblätter. Darin rollen wir unser Reis ein. Und die Füllung besteht heute bei uns aus Gurke und Avocado. Das ist das, was wir am liebsten haben. Ihr könnt natürlich auch alles mögliche andere nehmen. Möhren, Paprika, was auch immer, was euch schmeckt. Wenn ihr jetzt nicht darauf achtet, dass das Ganze vegan ist, könnt ihr auch Fisch nehmen. Lachs. Genau, aber da solltet ihr unbedingt darauf achten, dass ihr auch Lachs nehmt, was für Sushi geeignet ist. Außerdem gehört für uns zum Sushi Edamame dazu. Und ja, könnt ihr auch natürlich machen, ist optional, muss man nicht. Wenn euch Edamame schmeckt, gönnt euch. Zu guter Letzt brauchen wir natürlich die Sushi-Matten, wo wir unser Sushi rollen werden. Genau. Und ich würde sagen, wir legen jetzt erstmal los mit der Zubereitung vom Reis, denn das dauert eigentlich am längsten. Für die Zubereitung benutze ich einen Reiskocher. Das geht für mich am schnellsten und am einfachsten. Wir nehmen 2 Cups von diesem Reis und 3 Cups Wasser. Vor dem Kochen ist aber wichtig, den Reis einmal gründlich zu waschen. Und das mache ich jetzt erst einmal. Wirklich sehr, sehr gründlich. Das ist ganz, ganz wichtig. So, Reis ist gewaschen. Dazu kommen jetzt 3 Cups Wasser. Übrigens, falls ihr das Ganze im Topf kochen solltet, weil ihr keinen Reiskocher habt, ist das Mischverhältnis 1 zu 1,5. So, und während unser Reis hier am Kochen ist, werden wir uns der Geheimzutat widmen, denn diese macht den Sushi-Reis erst zu einem richtigen Sushi-Reis. Dafür brauchen wir einen kleinen Topf. Und hier erhitzen wir Reisessig. Und zwar brauchen wir hiervon 3 Esslöffel Reisessig. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, brauchen wir außerdem 2 Teelöffel Zucker und 1 Teelöffel Salz. Das kommt da jetzt mit rein und wird einmal erhitzt, bis der Zucker und das Salz sich aufgelöst haben. So Leute, der Reis ist fertig. Ich habe das Ganze jetzt mal eben in eine Schüssel gegeben und jetzt kommt hier auch unsere Geheimzutat mit drüber. Kommt einfach oben drauf. Und jetzt wird das Ganze einmal hier durchgemischt und dann erstmal eine Weile stehen gelassen, bis der Reis einigermaßen abgekühlt ist, sodass man das Ganze kneten kann. So, und während unser Reis jetzt da am Abkühlen ist, werden wir uns an die Füllung begeben. Dankeschön, mein Kuchenassistent. Übrigens, beim letzten YouTube-Video, Kochvideo, hat man schon gefragt, ob man welche ausleihen kann. So, erstmal die Gurke. Die schneide ich einfach in Streifen. Und das Innere am besten wegschneiden direkt. So Leute, ich habe hier jetzt 5 Algenblätter. Da wir hauptsächlich Maki machen werden, also die kleinen, brauche ich gar nicht so viel Algenblatt. Deshalb schneide ich das einfach mal so mittig durch. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist eine Schüssel mit Wasser. Für diese klebrige Reis. So, wir sind dann jetzt auch bereit. Es geht los. Wichtig ist, dass die glatte Seite der Algenblätter nach unten zeigt und dass unser Reis natürlich nicht ganz so heiß ist, sonst verbrennen wir uns die Pfoten. Also legen wir los, indem wir erstmal hier so ein bisschen
Water nehmen. Dann nehmen wir uns etwas Reis. Das Ganze verstreichen wir hier. So, übrigens ist das wichtig, Leute, dass ihr nicht ganz so viel Reis nimmt und dass ihr hier oben einen Zentimeter Platz lässt, damit wir das Ganze auch schließen können. Damit das Ganze auch richtig gut klebt, mache ich noch zum Schluss hier so ein bisschen Wasser drüber. So, und dann können wir schon das Ganze rollen. Drücke ich das hier so ein bisschen rein und dann das Ganze einmal rüber rollen. Auch hier nochmal so ein bisschen drücken. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Falls das Algenblatt hier nicht ganz so gut klebt, dann nehmt ihr euch nochmal ein bisschen Wasser und streicht da so ein bisschen drüber. Dann sollte das gleich auch zusammenkleben. Und die erste Rolle ist fertig! Was mich glücklich macht, das kann ich das machen, ich voll stolz. Weil ich das, was ich Sushi machen kann? Ja, das macht mir echt stolz, weil ich kann sowas nicht. Das ist mir echt so. Fummelarbeit, ne? Nein, ich mag auch Fummelarbeit, aber es ist so, weißt du, wenn irgendwas klebt oder irgendwie sowas, dann raste ich auf, so, weißt du, weil ich kann nicht mehr so. Das ist so. Kennst du dieses Gefühl, wenn du irgendwas kleben musst und deine ganzen Hände sind voll mit Kleber und dann juckt dir die Nase und auf einmal klebt alles an dir so? Ja. So einer bin ich. Okay, aber das ist so. Ja, ich kann nicht. So, kratzt dir an der Nase und klebt alles, weißt du? Oder genau in diesem Moment musst du auf Klo und deine ganzen Hände kleben. Ja, das ist natürlich. Da muss man halten können. Ja, ich habe da über Jahre so einen Trick entwickelt. Ein bisschen laufen lassen. So Leute, und so sehen meine fertigen Sushi-Rollen aus. Und das Ganze wird jetzt natürlich geschnitten. Und das macht der Alexander, denn da hat das richtig drauf mit dem Messer. The stage is yours, Sie dürfen loslegen. So, also einmal die Hälfte durch. Nehmen wir erstmal die. Und das Ganze in drei Teilen ungefähr. Macht euch dabei auch nicht verrückt. Wird schon hübsch aussehen. So ihr Lieben, und so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Unser Sushi Edamame, das braucht ihr tatsächlich einfach nur eben zu kochen und im Nachhinein zu salzen. Oh mein Gott, sieht das nicht einfach nur fantabulös aus? Ja, ich freue mich unglaublich darauf. Und lassen wir das Ganze jetzt schmecken. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, dass ihr das Ganze nachmacht oder zumindest probiert. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Wünsche euch einen wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.